Ich gehe zum Wayne Tower. Wenn wir das Sicherheitsprotokoll des Arkham Knight entschlüsseln können, sollten wir ihn auch orten. Wenn er glaubt, er könne sich vor ihnen verstecken, erwartet ihn eine üble Überraschung. Was auch immer heute Nacht passiert, Jungs, ich will, dass ihr wisst, dass das hier das beste Halloween aller Zeiten war. Batman kriegt, was er verdient. Scarecrow ist noch nicht... Wie schön, dass Sie auftauchen, Mr. Wayne. Ich schätze, Sie waren für den Vordereingang nicht passend gekleidet. Ist die Entschlüsselung abgeschlossen? Vollständig entschlüsselt. Ich habe den neuesten Funkverkehr der Milizen und die entsprechenden Koordinaten auf Ihrem Rechner hinterlegt. Danke, Lucius. Ich kann das Netzwerk nach Arkham Knights Stimmmuster durchsuchen und den Standort seiner letzten Übertragung bestimmen. Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Wayne. Lade Wellenform zur Analyse hoch. Nein, ich habe genug gewartet. Batman stirbt. Heute Nacht. Scanne Funk nach Stimmmusterübereinstimmung. Position bestätigt. Ich hab's. Der Knight sendet aus dem Miyagani-Tunnelnetzwerk. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Wayne. Da Sie gerade hier sind, wir haben an weiteren Verbesserungen Ihres Wagens gearbeitet. Sagen Sie mir, worauf wir uns konzentrieren sollen. Ein Upgrade des Waffengenerators lässt Sie die Sekundärwaffen des Batmobils überladen. Schlagkräftige Argumente, Sir. Sehr gute Wahl. Ich kümmere mich gleich darum. Falls Sie noch etwas brauchen, ich bin die ganze Nacht hier. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich die Stadt nicht verlassen. Viel Glück, Mr. Wayne. Sie wissen, wo Sie mich finden. Alfred, ich habe den Arkham Knight bis zu den Tunneln unter Miyagani zurückverfolgt. Gute Nachrichten, Sir. Aber ich sehe Hinweise auf eine starke Präsenz von Drohnen in diesem Gebiet. Es wäre Irrsinn, sich ihnen ohne das Batmobil zu stellen. Ist notiert. Soll ich den Südeingang öffnen? Warte noch, bis ich da bin, Alfred. Das soll eine Überraschung werden. Super, Scarecrow ist im Fernsehen. Was finden diese Leute nur in Ansprachen? Wenn ich jemanden ausraube, kläre ich den auch nicht über die Technik des Stehlens auf. Kontakt, schwerer Feindkontakt, außerhalb des Tunnels. Empfehle sofortigen Rückzug, Sir.
Nein! Ich gehe dort. Er hat eine Drohne erwischt. Nein! Ziel hat eine Drohne erwischt. Panzerung intakt. Batman hat eine Rattler zerstört. Drohne zerstört. Status-Update. Panzer am Eingang ausgeschaltet. Alfred, ich bin am Tunneleingang. Öffne die Tür. Einen Moment, Sir. Ich greife auf das Sicherheitssystem des Gebäudes zu. Alfred, noch eine Brandschutztür. Öffne sie für mich. Herrje, Sie haben mich aus dem System geworfen. Sie wissen wohl, dass Sie hier sind. Kein Problem, Alfred. Ich finde einen anderen Eingang. Irgendwelche Fortschritte mit dem Gegenmittel? Auf dem Weg. Hey, ich habe schon länger nichts von Barbara gehört. Ist sie okay? Ihr geht's gut. Sie arbeitet für mich an einer Sache. Es ist wichtig. Sie ist in Sicherheit, ja? Keine Sorge, Tim. Such einfach nach dem Gegenmittel. Wie unerwartet. Ich verstehe aber, warum du es dem alten Jimbo nach seinem hysterischen Anfall nicht gesagt hast. Dennoch, wenn du dich auch so um Barbara sorgen würdest wie dein kleiner Lakai, dann wäre sie vielleicht gar nicht erst entführt worden. Ihre Liebe steht unter keinem guten Stern. Wie bei uns beiden, Betsy. Und dein Kreuzzug reißt sie auseinander. Also nochmal. Barbara wurde entführt und wollen wir ehrlich sein, sie ist wahrscheinlich tot. Du lügst den Wunderknaben darüber an und der gute alte Jim zieht allein los, um den Tag zu retten. Ist wohl nicht der beste Tag deiner Karriere, was? Bedrückt dich etwas? Komm schon! Lass Robin davonziehen! Du kannst ihn nicht für dein Heilmittel schuften lassen! Zudem, wenn er da draußen stirbt, dann musst du ihm nichts von Barbara erzählen! Win-win! Glaubst du wirklich, er wird deine Jokeritis heilen? Ha! Vergiss es! Ich bin chronisch, Pussy. Ich bin immer da. Wir wissen doch, für mich gibt es keine Heilung. Weißt du noch, als es ganz einfach war? Früher, als es nur dich... mich und den ständigen Krieg gegen das Verbrechen gab. Tja, schau dich um, Bats. Dinge ändern sich. Jetzt gibt es nur Krieg. Mit dir mitten im Zentrum.
Natürlich gibt es im Krieg Verluste. Ist unvermeidbar. Unabwendbar wie der Tod. Na, nicht ganz. Ich bin ihm ja schon oft von der Schippe gesprungen. Aber so ein Glück hat nicht jeder. Verwebt, titanbeschichtet, gepanzert, nicht übel. Außer man weiß genau, wohin man schießen muss. Du bist gut, dunkler Ritter. Besser noch, als ich dich in Erinnerung hatte. Dein Tod macht das nur umso befriedigender. Keine Sorge wegen Barbara. Ich kümmere mich besser um sie, als du es hier getan hast. Batman ist im Kontrollraum. Zeigt ihm, was passiert, wenn er sich an meiner Stadt vergreift. An mir kommst du nicht vorbei! So wird's... Du wärst hier eingesperrt. Welcher zukünftige Superschurke glaubt bitte, dass ein Bauchschuss und ein paar Panzer Batman aufhalten? Was? Zeit, Oracle zu retten und den Arkham Knight büßen zu lassen. Sie sind also wieder im Wagen, Sir. Ich schnapp mir den Knight. Er ist hier in dem Tunnel. Hoffen wir, dass er Miss Gordon bei sich hat.
Verdammt, er ist hier! Öffnet die Tür! Öffnet die Tür! So, der Wärmescanner des Batmobils zeigt nur einen Körper. Das ist der Fahrer. Kein Zeichen von Miss Gordon. Er weiß, wo sie ist, Alfred. Er kommt nicht davon. Zerstört. Ich wiederhole, der Panzerwagen ist zerstört. Sofortiger Rückzug für alle Begleiteinheiten. An alle Einheiten! Brauche sofort die Evakuierung! Der Fahrer ist nicht der Arkham Knight, aber er wird wissen, wo ich ihn finden kann. Wie fühlt sich das an, den falschen Mann zu jagen? Wo ist der Arkham Knight? Du wirst ihn nicht finden. Denkst du, ich wüsste nicht, dass du versuchst, mich zu orten? Eine Lektion, Batman. Ich weiß, wie du denkst. Also kann ich dich auch schlagen. Wo ist er? Bei Barbara Gordon. Sie gehört jetzt uns. Kannst du dir vorstellen, was der Knight mit dir anstellen wird? Was machst du da? Nein, das kannst du nicht machen! Ist er? Er ist unterwegs zum kleinen Mann, dem Pinguin. Er hat die Unterschlüpfe für den Angriff bereitgestellt. Der Neid ist zu ihm, will ihn bezahlen. Das war's. Mehr weiß ich nicht. Stopp! Fällt dir sonst noch was ein? Er nutzt eine Tiefkühlfirma als Tarnung. Die Laster verteilen Waffen in der ganzen Stadt. Wie heißt sie? North! North Refrigeration! Danke. Alfred, kannst du alles über North Refrigeration für mich rausfinden? Natürlich. Dürfte ich fragen, wieso? Der Pinguin liefert Waffen an den Arkham Knight. Und zurzeit ist er unsere heißeste Spur zu Barbara. Ich kümmere mich gleich darum, Sir. Ah, wie ich sehe, versucht Mr. Fox sie zu erreichen. Lucius. Mr. Wayne, die Verbesserung für Ihr Batmobil ist einsatzbereit. Der Batwing ist unterwegs zur Grand Avenue.
Sir, ich habe eine Sicherheitslücke entdeckt, mit deren Hilfe der Arkham Knight über ihren Panzerhandschuh gesendet hat. Ihre Kommunikation ist jetzt sicher verschlüsselt. Soll ich ihn blockieren, um weitere Störungen zu verhindern? Halte den Kanal offen, Alfred. Je mehr er redet, desto mehr erfahre ich über ihn. Wie Sie wünschen. Wir verfolgen ein sich schnell bewegendes Flugobjekt auf der Grand Avenue. Das Ding hat gerade einen Haken mit 12G geschlagen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich schon. Zeigen wir ihm, was es bedeutet, in den Krieg zu ziehen. Der Waffengenerator Mark III ermöglicht es dem Benutzer, Sekundärwaffen zu überladen und ihr Offensivpotenzial somit zu verbessern. Refrigeration angesehen. Anscheinend hat Master Grayson sie schon einige Zeit im Visier. Gut. Er soll mir schicken, was er hat. Er bestand darauf, Sie persönlich zu treffen, Sir. Er ist mit Informationen aus Bloodhaven unterwegs. Er wird Sie auf einem Dach am Runnela Fährhafen treffen. Danke, Alfred. In der Zwischenzeit? Scans zeigen, dass der Arkham Knight seine Lieutenants mobilisiert hat. In Panzerwagen, die durch die Stadt fahren. Eines dieser Fahrzeuge haben wir markiert, falls Sie die Gelegenheit nutzen möchten, es auszuschalten.